Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte auf diesem Marsch. Wir starten weiter durch mit der Ernte. Gerste auf Feld Nr. 15. Ich wünsche allen einen schönen Samstag. Das stimmt auch. Ansonsten einen schönen Tag. Jedenfalls machen wir hier noch die Ernte voll. Weiter. Den Verband auf Feld Nr. 15. Dann gehen wir gleich rüber auf Feld Nr. 2. Nebenbei mähen wir noch Gras auf Feld Nr. 24. Da gehen wir gleich rüber. Der ist nun fertig. Wie gesagt, man kann hier genau erkennen, ab wann es trocken wurde. Das dunkelgrüne Gras ist nass. Das etwas hellere ist dann trocken, aber kein Heu. So, die anderen arbeiten immer noch als als was. Sie pressen noch Ballen. Aber die Ballen pressen, die können wir nicht mal liegen lassen, die Ballen. Das können wir nachher in aller Ruhe machen. Wir werden mal sehen, ob wir die Gerste weiter hinkriegen. Der geht weiter. Apropos, kommen wir gar nicht hoch hier. Na, wir kommen schon hoch. Hauptsache, wir fallen nicht um. So, mal schauen, wo wir noch was machen könnten. Wo haben wir noch eine Wiese? 23 wäre noch eine. Würde sich anbieten, aber das Geld dafür wird nicht reichen. Dann werden wir ein bisschen leihen. Dann schauen wir mal, ob wir das gekauft kriegen. Kaufen wir. Dann kriegen wir ein bisschen was zusammen an Landfläche jetzt. Denn die wollen ja ein bisschen was weiterkommen, ne? Da ja möglicherweise ein paar Ernteausfälle zu erwarten sind. Dann kriegen wir nur 3 Felder geerntet heute. Beziehungsweise dieses Jahr. Schlecht. Aber gut. Darum machen wir ein bisschen Gras noch. Das war nicht ideal, aber gut. Ist halt so, ne? Oder nächstes voll. Müssen wir gleich machen. Das müssen wir gleich machen. Ach, da oben ist er. Ja, mit Cosplay abfahren, das habe ich probiert, das geht mir in die Hose. Das mache ich doch lieber selber. Da ist eine Stelle verdorrt. Trockenschaden, naja. Es war ja auch sehr trocken, also muss man dazu sagen. Gut, das geht gerade so. Da stellt sich auch nicht im Weg, passt. Die pressen noch ein bisschen. Und wir fahren schnell zur nächsten Wiese. Nummer, keine Ahnung. Werden wir gleich rausfinden. Jedenfalls bei der BGA, das liegt gleich ideal. Das ist aber typisch jetzt.
Sollen wir noch fix zur Wiese fahren? Also starten hier. Obwohl, da kann man nicht so reich. Die mit der Ballpresse sind noch nicht so weit. Und stockt hier alles. Sie haben einen Stress, haben wir keinen. Da wir auf 1 ein bisschen fahren, auf die Geschwindigkeit 1, ist das nicht ganz so tragisch. Durch den Reifen. Der hat einen langen Ausrohr, ich dir, könnt ihr ein Steinsteig von 2 Meter mehr haben. So, mal gucken, ob er keine Dummheiten macht. Und meistens fahren die meisten gerne rein. Aber Rastfeld können wir es nicht leisten. Gibt es da nicht eine Mission? 28, Ballen pressen, transportieren, düngen. 17, düngen. Akzeptieren, düngen, akzeptieren, düngen, akzeptieren, gut. Ballpress machen wir nicht. Das hat schon mal geklappt. Ja, so kommen wir noch nicht hin. Aber wir können damit unseren Traktor springen. Wo ist er? Da. Wir wollen doch noch mähen. So, mal schauen mal. Die ist ja gleich bei der BGH, die Wiese. Müsste die sein. Gramm? Gramm. Wie ist das wie ein Gramm? Also Dürreschild dürfte mal überhaupt nicht da sein bei dem Wasser, was wir haben hier. So. Schauen wir mal die Außenansicht. Ja, hier ist die Brücke. Gut, da fangen wir auch wieder in der Mitte an. Gleich runterklappen. Alten Kurs löschen, das ist Nummer 23. Neun Meter. Zwei Bahnen. Feld rein. Zurück. Auto. Irgendwo sollte man einstellen können, irgendwie ihn speichern. Das weiß ich jetzt nicht genau wo. Gut, dann schau mal. Ich hätte mir eine Hände mit. Jetzt scheint gleich zu funktionieren. Die beiden sind bald fertig. Da ist er fleißig bei. Und hier sind wir gleich wieder voll. Herbstmitte ist gut. Wie gesagt, das Stückchen ist hier verdorrt. Ach nee, nee.
Liegt aber nur daran, weil im Prinzip normalerweise der Erstpunkt nicht. Na ja, gut, okay. Weil die andere Bahn entsprechend in der Breite. Also im Prinzip die andere Bahn schmaler ist, weil das hier die Vorgewende so eng ist. So, springen wir mal raus. Springen wir rüber. Ups. Wie soll ich hier eigentlich ein gelbes Hemd? Da bin ich jetzt gespannt, ob der andere entsprechend das versetzt macht. Normalerweise ja. Ja, je kleiner die Felder sind, umso enger wird es, ne, für die Drescher. Aber wir müssen so arbeiten, weil dann können wir konzentriert auf ein Feld fahren und müssen uns nicht um drei, vier Sachen kümmern. Wir überlegen nachher, der nächste ist bei 85%, da wird auch gleich voll sein. Und dann müssen wir auch gleich zum Hof einlagern. Einer ist mit der Wallenpresse fertig. Der hat 15.000. Aber das Problem ist, ohne es weit müssten wir gar nicht fahren, aber wir machen mal leer. Ja, mit dem Feld, das sieht nur schwarz, aber gut, da immer mit leben. Mal gut, dass wir mit Gras viel verdienen können, ne? Und raus damit. Könnten wir ein bisschen verdienen im Ende. Wer weiß, wann die FIFA fertig ist, dann müssen wir alle umziehen und verkaufen. Ja. Dann werden wir die Kühe auch nicht mitnehmen können. Das ist dann bescheiden. Doof, aber gut, was soll's. Musste ja mal kommen. Im Grunde die besten Mods kommen dann, da ist noch ein Jahr zu spielen, dann kommt der 21er normalerweise. Ja. Und dann ist wieder alles von vorne. Dann musst du wieder ein Jahr warten, bis alles optimal läuft, ja noch nicht, also muss man sagen. Vor einem Mods kannst du sagen, läuft schon alles optimal. Das ist schon mal nicht schlecht. Was nicht optimal läuft, ist aktuell Thema Lenkrad. Lenkrad ist einfach Katastrophe. Vor allen Dingen, was das angeht hier, das ist immer deaktiviert, wenn ich aus dem Spiel rausgehe. Und jetzt als extern was machen wollte, was einstellen, was regeln, OBS was auch einregeln wollte, wenn Ton und so, dann ist die Lenkung, die Feder sofort raus. Jetzt muss der Widerstand vom Motor. Und muss er wieder alles aktivieren. So. Dann werden wir gleich, das müsste eigentlich ganz gut klappen. Ja, klappt auch. Der ist dann noch nicht fertig. Der auch noch nicht. Aber der ist fertig. So.
fahren wir gleich mal. Ja, entlassen. Kurz schließen. In Richtung Nummer 24. Der hat ja auch kein Gras mehr, in Anführungszeichen oder so. Ja, ein Streifen ist nicht mehr gewachsen, also was soll's. Wird dann morgen reich sein. Beziehungsweise mähfähig. Ist gleich wieder Gerste voll. Das könnten wir eigentlich als Wiese anlegen oder als Feld. So. Hier mal schauen, wo wir beginnen können. Oh, ja. So. Hier habe ich es anders gemacht, glaube ich. Das ist Feld 24, glaube ich. Nee. Schauen wir mal. Das kann nicht sein. 24 was gewesen. Das ist jetzt, weil ich das deaktivieren muss. Also von vorne, das helle Gras ist trocken, das andere Gras ist nass. Trockene Gras ist aber kein Heu. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Dann sagt mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.